Liechtenstein ist einfach anders. Dieses Fürstentum ist schon sehr speziell im Vergleich zur europäischen Nachbarschaft. Da ist ein Fürst an der Macht, der als der reichste und mächtigste Monarch von ganz Europa gilt. Reicher und mächtiger als King Charles. Das Land ist sehr, sehr konservativ. Besonders zeigt sich das bei den Frauenrechten. Schwangerschaftsabbrüche sind in Liechtenstein verboten. Der Fürst droht mit seinem Veto, falls dieses strenge Gesetz gelockert werden sollte. Ja, richtig gehört. Der Fürst von Liechtenstein kann einfach mal Gesetze kassieren, wenn er Bock hat. Ja, Leute, Liechtenstein ist wirklich anders. Und es ist auch anders klein. Schaut mal, das Land ist gerade mal 25 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Sogar das Saarland ist 16 Mal größer. Ey, es gibt Leute, die sind durch Liechtenstein gefahren und haben es einfach nicht mitbekommen. Wenn man es aber checkt und beim Durchfahren mal aus dem Fenster schaut, dann merkt man, Liechtenstein ist wahnsinnig schön. Grüne Wiesen, weiße Berge, graue Burgen. Ja, das sieht schon alles sehr, sehr cute aus. Hey, und Liechtenstein ist auch reich, also anders reich. Liechtenstein ist eins der reichsten Länder der Welt. Manche sagen sogar das reichste. Rich, rich, rich. Die haben die größte Unternehmensdichte in ganz Europa. Mehr Arbeitsplätze als Einwohner und Einwohnerinnen. Läuft also in Liechtenstein, zumindest finanziell. Und trotzdem wird das Land seit ein paar Jahren von Spielhallen geflutet. Hey, mittlerweile hat Liechtenstein eine höhere Casino-Dichte als Las Vegas. Deshalb gilt das kleine Land heute auch als das Las Vegas der Alpen. Aber wieso? Wieso knallt sich eines der reichsten und idyllischsten Länder der Erde eine Spielhalle nach der anderen ins Land? Welche Rolle spielt die mächtige Fürstenfamilie? Und warum hätte Snoop Dogg einmal fast das komplette Land gemietet? Das alles verrate ich euch in der neuen Folge von Atlas. Ich heiße Tasnim Qadiri und bei Roulette setze ich immer auf Null. Bevor wir tiefer reingehen ins Thema, macht eure Augen zu und denkt an eine heile Welt, in der ihr unseren Kanal abonniert. Und dann follow your dreams. Abo und Glocke drücken und ihr verpasst nichts mehr. So, aber jetzt zurück zum Thema. Denn um Liechtenstein zu verstehen, müssen wir die Macht der Fürstenfamilie verstehen. Seiner Durchlaucht Hans Adam II. Fürst und Herrscher über 158 Quadratkilometer Berge, Wiesen und Täler, eingeklemmt zwischen der Schweiz und Österreich. Und von seinem Sohn, Erbprinz Alois, der seit 2004 im Fürstentum das Sagen hat. Fürsten? Immer noch? Ja, immer noch. Auch wenn ihr möglicherweise noch nie etwas vom Liechtensteiner Adel gehört habt, sind das nicht einfach irgendwelche Adligen. Und schon gar keine, die sich ihren Adelstitel gekauft haben und im Grunde nichts zu sagen haben, außer Bullshit. Ja, weil es nicht 6.000 Euro noch verdient. Nee, der Fürst von Liechtenstein ist so ziemlich der mächtigste Monarch Europas. Dieser Fürst hat schon viel Macht, weil er zum Beispiel Gesetzes- und Verfassungsänderungen per Veto stoppen kann. Er ernennt auch die Regierung, kann das Parlament auflösen. Uff, das klingt für mich aufs erste Hinhören nach, keine Ahnung, nach 19. Jahrhundert, nach Monarchie und Absolutismus. Gleichzeitig gibt es in Liechtenstein aber auch Elemente der direkten Demokratie, wie in der Schweiz. Über jedes Gesetz kann es eine Volksabstimmung geben, wenn genug Stimmen gesammelt werden vorher, also Unterschriften. Aber auch bei solchen Volksentscheiden hat letztlich der Fürst wieder ein Vetorecht. Das Ding ist, viele Menschen in Liechtenstein finden das auch gut so. 2012 gab es eine Volksabstimmung, die die Macht des Fürsten eigentlich beschneiden sollte. Da wurde gefordert, das fürstliche Vetorecht abzuschaffen, aber sagenhafte 76% der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner haben mit Nein gestanden. Und das bei einer Wahlbeteiligung von knapp 83%. Ich hab's euch ja gesagt, Liechtenstein ist anders. Und ja, es ist auch anders reich. Vor allem das Fürstenhaus. Die von uns zu Liechtensteins besitzen die größte Bank ihres Landes. Sie haben Ländereien in Österreich, zwei Stadtschlösser in Wien. Allein ihre riesige Kunstsammlung mit rund 1700 Gemälden soll einen Wert von 1 Milliarde Euro haben. Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man auf ein geschätztes Vermögen von rund 5 Milliarden Euro. Nur zum Vergleich, die Queen hatte ein geschätztes Privatvermögen von ca. 420 Millionen Euro. Ist jetzt aus meiner ganz persönlichen Duisburg-Sicht immer noch ein okayes Vermögen, aber es ist halt trotzdem viel weniger, als der Fürst von Liechtenstein besitzt. Und das Verrückte ist, Liechtenstein könnte nicht nur noch reicher sein,
sondern auch ziemlich groß. Im Jahr 1867 hätte der Fürst von Liechtenstein nämlich Alaska kaufen können. Das riesige Gebiet in Nordamerika hat damals noch zu Russland gehört und war zu der Zeit einigermaßen wertlos. Bären, Berge, Bäume, also nichts, womit man irgendwie viel Geld hätte verdienen können. Der Zar hatte Alaska, Liechtenstein, also zum Kauf angeboten. Aber weil der Fürst nicht wollte, hat der russische Zar das Land für 7,2 Millionen Dollar an die USA verscherbelt. Erst später wurde dort richtig, richtig viel Öl entdeckt, mit dem richtig, richtig viel Geld gemacht wurde. Diese Vorstellung, dass Alaska heute einfach zu Liechtenstein gehören könnte, irgendwie weird. Naja, und das ist nicht die einzige weirde Verbindung zwischen Liechtenstein und den USA. Looking at you, Bill Gates und Snoop Dogg. Hier die Story dazu. In den 90ern bis in die Nullerjahre hinein gab es in dem kleinen Fürstentum ziemlich Stress zwischen dem Parlament und Fürst Hans Adam. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es ging um Macht. Genauer, um noch mehr Macht für den Fürsten. Und damit er die auch bekommt, hat er den Menschen im Land damit gedroht, nach Österreich abzuhauen. Und er soll ihnen sogar gedroht haben, das Land an Bill Gates zu verkaufen, damit er es in Microsoft umbenennen kann. Der Fürst hat später gesagt, dass das mit Bill Gates nur ein Witz gewesen sei. Aber allein, dass er solche Witze macht? That's some rich people shit. Übrigens, seine Drohungen scheinen damals gewirkt zu haben. In einem Volksentscheid 2003 wurde dem Fürsten tatsächlich mehr Macht eingeräumt. Und was lief da genau zwischen Liechtenstein und Snoop Dogg? 2010 wollte der Rapper das komplette Land für ein Videodreh mieten. Das hat er nicht hingehauen, weil sein Management irgendwie zu ungeduldig war. Aber man hätte das Fürstentum damals tatsächlich mieten können für 70.000 Dollar die Nacht. Okay, kurzer Zwischenstand. In Liechtenstein leben die reichsten und mächtigsten Adligen Europas und irgendwie hört man immer mal wieder von außergewöhnlichen Ideen, wie das Land noch reicher werden könnte. Aber über zwei der prägendsten Ideen aus den letzten Jahrzehnten haben wir noch gar nicht gesprochen. In ganz, ganz kurzer Zeit ist Liechtenstein ein Zockerparadies geworden. Stichwort Las Vegas der Alpen. Dabei war das Mindset in dem kleinen Land ganz, ganz lange ein komplett anderes. Glücksspiel und Casinos waren im konservativen und erzkatholischen Liechtenstein ganz lange verboten. Sozusagen als unmoralisches Teufelszeug, absolutes No-Go, ganz lange. Was in Liechtenstein allerdings nicht als unmoralisch galt, zweifelhafte Steuergeschäfte. Jahrelang war das Fürstentum eine der Steueroasen für Superreiche. Und das mitten in Europa. Heißt, Menschen aus der ganzen Welt mit sehr, sehr viel Geld haben ihre Euros, Dollars und Pounds in Liechtenstein versteckt, damit sie im eigenen Land Steuern sparen. Das kleine Fürstentum hatte nämlich mehrere Vorteile. Extrem niedrige Steuern und ein wasserdichtes Bankgeheimnis. Naja, zumindest bis die ganze Sache in die Luft geflogen ist. 2008 sind nämlich sogenannte Steuersünder-CDs aufgetaucht. Heute würde man sagen, es gab ein Leak. Auf diesen CDs waren Namen von sehr reichen und teilweise auch sehr bekannten Menschen, die ihr Geld in Liechtenstein versteckt hatten. Deutsche Steuerpfanner haben diese CDs damals von Whistleblowern gekauft. Da flog dann auch der damalige deutsche Postchef Klaus Zumwinkel auf. Der hatte Geld in Liechtenstein versteckt. Das war ein Riesenskandal damals, 2008, der Fall Zumwinkel. Ja, und Liechtenstein stand dann, wie auch die Schweiz, gar nicht gut da und hat relativ schnell reagiert. Ich meine, die Leute haben Liechtenstein damals als sowas wie einen Komplizen von Kriminellen wahrgenommen. Der internationale Druck war riesig. Deshalb musste das Land sein Bankgeheimnis auch aufgeben und war damit für schmutzige Steuergeschäfte ziemlich schnell ziemlich unattraktiv. Oder anders gesagt, die Zeit der Steueroase war vorbei und Liechtenstein auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. Und ungefähr zur gleichen Zeit fand man Glücksspiel dann gar nicht mehr so unmoralisch. Erst wurde 2009 das Casino-Verbot gelockert und seit 5-6 Jahren gibt es einen richtigen Casino-Boom in Liechtenstein. Da hat eins nach dem anderen eröffnet. Inzwischen gibt es 6 Casinos in diesem winzigen Land. Im Verhältnis zu den 38.000 Einwohnern und Einwohnerinnen hat Liechtenstein mittlerweile eine größere Casino-Dichte als Las Vegas und Monaco. Und das Las Vegas der Alpen spült auch ordentlich Geld in die Kassen. 2017 hat die erste Spielbank eröffnet und bis Ende 2021 hat das Fürstentum insgesamt 121 Millionen Franken an Steuern und Abgaben eingenommen. Tendenz steigend. Denn nicht nur Einheimische zocken. Die Spielhallen sind voll mit Touristen und Touristinnen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Das ist die eine Seite des Glücksspiels.
florierende Steuereinnahmen, Arbeitsplätze und damit Geld für Straßen und Brücken. Aber es gibt auch eine andere Seite. Alpen-Las Vegas, das hat ja schon was Trashiges. Das gefällt vielen nicht in diesem konservativen Land. Wir haben schon drüber gesprochen. Liechtenstein ist klein. Liechtenstein ist cute, idyllisch. Berge, wunderschöne Täler. Habe ich schon erzählt, dass der Rhein auch da durchfließt? Das Land hat eigentlich alle Voraussetzungen, um das Image eines kleinen, süßen Alpenstaats zu haben. Das Ding ist, dieses Image scheint nicht so richtig weit verbreitet. Ich habe es ja gerade schon erzählt. Liechtenstein galt eine Zeit lang als Steueroase, als Komplize von kriminellem Geld. Und jetzt, wo die Nummer durch ist, sprießen überall diese Spielhallen aus dem Boden. Das finden nicht alle Menschen in dem kleinen Land gut. Die sehen die Spielhöllen als ganz großen Schaden für das Fürstentum. Zuallererst fürs Image. Ja, und dann werden die Casinos auch als Gefahr für die Menschen im Land gesehen. Stichwort Spielsucht. Die kann ja schnell in Überschuldung und finanziellen Ruin treiben. Übrigens, Leute, wenn ihr Probleme mit Glücksspiel habt, wir haben euch in der Infobox einen Kontakt hinterlegt, bei dem ihr Hilfe bekommt. Aber zurück zum Thema. Weil einige Leute in Liechtenstein Bedenken hatten, wurde eine Initiative gegen die Casinos gegründet. Eines ihrer Argumente: Wir sind nicht auf das Geld aus den Casinos angewiesen. Im Januar dieses Jahr gab es deshalb eine Volksabstimmung. Die Initiative wollte, dass Spielcasinos wieder verboten werden. Dafür hat sich aber dann keine Mehrheit gefunden. Über 70% waren dagegen, also gegen das Verbot. Ein klares Nein zum Verbot also. Wäre das Volk für ein Verbot gewesen, dann hätte das kleine Land seine Casinos innerhalb von 5 Jahren schließen müssen. Insofern der mächtige Fürst das Ergebnis der Abstimmung überhaupt akzeptiert hätte. So, Herr Vivis, jetzt will ich aber mal von euch wissen. Was dachtet ihr vor diesem Video über Liechtenstein? Und wusstet ihr, dass der Fürst dort so mächtig und reich ist? Schreibt es mir in die Kommentare. Aber vorher schnell noch abonnieren und Glocke drücken. Hier verrate ich euch, warum die Schweiz so krass reich ist. Und bei Hype Culture geht es um dicke Autos, die sehr, sehr teuer sind und vielleicht vor Casinos in Liechtenstein stehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.